Jetzt haben wir für Sie die Musikstars aus Nigeria. Und ich will dazu einen kleinen Applaus für Fatou hier heute. Toll, dass ihr... Kora Award gewonnen, das ist so der Grammy Afrikas, wichtiger Musikpreis als beste Gruppe Afrikas. Ade Bantu ist der Bandleader, der Gründer auch der Band, kann man sagen. Du wohnst in Köln und in Lagos. Genau. Was ist das für ein Unterschied, ob man in Köln spielt oder in Lagos? Zunächst einmal sind das zwei sehr gegensätzliche Städte. 20 Millionen Einwohner Lagos, ca. über 1 Million in Köln. Und dementsprechend ist halt die Stimmung dort vor Ort, wenn man Konzerte spielt. Die Nigerianer sind grundsätzlich lauter, weil man sich Gehör nur dadurch schafft, indem man halt laut ist. Ja. In Köln feiert man auch gerne, aber halt ein bisschen gedämpfter. Das heißt, ihr spielt dann auch lauter, wenn ihr in Nigeria spielt? Zwangsläufig, wenn man vor so viele Leuten spielt, das ergibt sich aus der Sache. Okay, Patricia? Sie pendeln ja zwischen Köln und Nigeria hin und her. Ja. Was gefällt Ihnen denn daran, in so zwei sehr unterschiedlichen Orten zu leben? Was sind die großen Unterschiede im Alltag auch? Es hängt von meiner Biografie ab. Meine Mutter ist Deutscher, mein Vater Nigerianer und ich sehe mich als Vermittler zwischen den Kontinenten. Und ich bin in beiden Ländern groß geworden, spreche auch die jeweiligen Sprachen und ich glaube, ich bin ideal, um halt zu vermitteln. Und das ist halt meine Lebensaufgabe und das tue ich halt mit meiner Musik und durch mein soziales Engagement. Die Musik heißt The Sound of Fufu. Das müssen wir vielleicht erstmal ein bisschen erklären. Was ist denn Fufu? Fufu ist eine Speise, die man fast in ganz Afrika isst, vor allem in Westafrika, sogar auch in meinem Land, in der Côte d'Ivoire, in Ghana, in Nigeria, in Togo. Ja, schmeckt super gut. Was denn für eine Speise aus? Was wird die denn gemacht? Ganz unterschiedlich. Kann aus Plantain, einer bestimmten Sorte von Bananen gemacht werden, aber auch aus Yam Starch, also Stärke von Yam, auch aus Potato. Es gibt unterschiedliche Arten von Fufu-Zubereitungen. Okay, und wie hört sich jetzt Fufu an? Das wirst du gleich hören. Okay, da warten wir noch einen kleinen Moment. Wir fragen vielleicht erst nochmal, weil wir doch diesen politischen Anspruch jetzt nochmal auch zu Ihnen hintragen wollen. Im Moment sprechen alle im Zusammenhang mit G8 über Hilfe für Afrika. Was könnten denn zum Beispiel die Europäer von Afrika lernen? Ich denke, dass die Afrikaner, was die Globalisierung anbelangt, sind wir halt die besten Experten, die man ansprechen sollte. Durch die Kolonialisierung und durch die Urbanisierung, die sehr viele Afrikaner erlebt haben oder immer noch erleben, können wir die Europäern beibringen, wie man mit der Globalisierung klarkommt. Und da sollte man uns konsultieren. Okay, am 7.6. auf dem Evangelischen Kirchentag kann man euch hören. Jetzt erstmal natürlich, wir haben es schon angekündigt, The Sound of Fufu hier im ZDF Morgenmagazin. Aber erst noch dieser kleine Hinweis, Patricia, vielleicht für heute Nacht. Genau, wenn Sie mehr wissen wollen über Afrika, dann haben Sie heute Nacht eine große Chance dazu. Ab 0.35 Uhr hier im ZDF die lange Nacht zum Thema Afrika hier aus diesem Zollernhof mit dieser Dekoration, die Sie jetzt schon kennengelernt haben. Genau, also viel, viel mehr über Afrika, den wunderschönen Kontinent mit dann doch den großen Problemen. Jetzt hören wir erstmal die Musik aus Nigeria, Gewinner als beste Band Afrikas. Hier sind Bantu.